Mein Name ist Robin Löffler und ich arbeite hier an der Technischen Hochschule Nürnberg, Georg-Simon Ohm. Und ich bearbeite das Projekt Ein Eulenhalsgelenk für effizientere Maschinen. Und ich zeige euch jetzt, worum es da so geht. Also bei unserem Projekt geht es ja um die Eule, im Speziellen um die Eulenhalswirbelsäule. Und die schauen wir uns eben wegen der extremen Bewegungsfähigkeit des Eulenhalses an. Und die Natur hatte natürlich Jahrmillionen Zeit, eben ein möglichst energieoptimiertes System zu entwickeln. Und wir versuchen, das System eben jetzt zu adaptieren, um uns die Arbeit zu sparen, um selbst so ein System zu entwickeln. Hier sieht man jetzt die Eulenhalswirbelsäule Nahaufnahme. Im Speziellen war die Eule eben hier in dieser Ruheposition gesessen. Und in der Ruheposition hat die Eule immer so eine natürliche S-Form in der Halswirbelsäule. Und man erkennt dann auch, wenn man genau hinschaut, 14 einzelne Halswirbel. Und für uns das Interessante ist eben, dass kleine Bewegungen zwischen den Wirbeln eben eine große Gesamtbewegung ergeben. Und eben durch diese vielen kleinen Bewegungen können wir einfache Antriebe, also Aktoren, verwenden. Und damit können wir mit wenig Energie eben eine große Rotation erzeugen. Und das ist dann auch ein Ansatz für eine gewisse Ressourcenschonung für ein neues Gelenkprinzip. So, dann alles angefangen. 2016 habe ich hier im Labor für Produktentwicklung meine Bachelorarbeit geschrieben und dabei habe ich einen 3D-Drucker gebaut. Mit Hilfe von 3D-Druck können wir extrem schnell Prototypen herstellen und diese dann direkt zum Experimentieren einsetzen. Dafür müssen die 3D-Zeichnungen vom Computer an den 3D-Drucker gesendet werden und dieser zieht dann das Kunststoffmaterial ein und schmilzt es auf, damit es schichtweise aufeinander gedruckt werden kann. Das Positive daran ist, dass auch wirklich nur das Material verdruckt wird, was dann auch für den Prototyp gebraucht wird. Und hier sieht man den ersten unbeweglichen Prototyp der Eulenhalswirbelsäule. Der dient nur als Anschauungsobjekt, um eben die Bewegung darzustellen. Wir haben den im Laufe meiner Masterarbeit mittels SLS 3D-Druck hergestellt. Und natürlich ist der nächste Schritt im Projekt, dass wir eben ein funktionierendes Modell auch wieder mit Hilfe von 3D-Druck herstellen.